möchte die Veleda Skin Food nachrühren. Die ist ja gerade überall irgendwie auch in den Social Media und so weiter. Und habe gedacht, es ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir fertige Kosmetik kaufe. Also rühre ich sie nach. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Replika ist. Aber ich glaube, dadurch, dass ich habe ja kein Rezept, sondern ich denke mir das Rezept ja selber aus mit denselben Zutaten. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie auch Plagiat ist oder sowas. Ich hoffe nicht. Aber ich habe mir die Inhaltsstoffliste angeguckt und mir angeschaut, wie die normalen Einsatzkonzentrationen sind. Ich gucke aber erstmal, ob es das wird. Und wenn es das wird, dann gucken wir gleich, wie ich das gemacht habe. Und wenn es nichts wird, ist es auch egal. Haben wir trotzdem eine schöne Creme. Also, let's go! Und ich dachte, ich sag vorher nochmal, dass es ja meine Interpretation der Inki-Liste ist eher. Also könnte man so sagen, es ist keine Garantie, dass Veleda das genauso herstellt, sondern wir gucken uns halt an, was drin ist und versuchen das auch dann so zu produzieren sozusagen. Auf jeden Fall ist es eine sehr reichhaltige, dicke Creme, die dann aber relativ schnell einzieht und die ist gut so für Knöchel und Lippen und Ellbogen und so weiter oder für Masken in der Badewanne. Mit Rosmarin, Kamille, Calendula und Stiefmütterchen. Stiefmütterchen hatte ich nicht. Hab gedacht, das können wir auch weglassen, das ist ja eigentlich eher Duft. Jedenfalls da drin, das ist jetzt die Inki-Liste, ist Wasser, Sonnenblumenöl, Glycerin, Alkohol, Glycerin-Stearat, Bienenwachs, Kakaobutter, Cetearyl-Alkohol, Shea-Butter, Limonene, das ist ein Allergen, das muss man angeben, ist nicht so schlimm, Stiefmütterchen-Extrakt, Rosmarin-Extrakt, Kamillen-Extrakt, Calendula-Extrakt, Lanolin, dann eine Gruppe langkettiger Kohlenhydrate, Xanthan-Gamm, Milchsäure und der Rest sind so Allergene, die man irgendwie angeben muss. Das ist dann ganz normal, da gibt es irgendwie so 16 Stück, die man in Europa angeben muss, die überall so in ätherischen Ölen drin sind. Das sind dann keine Inhaltsstoffe per se, sondern die kommen halt durch die Extrakte mit rein. So weiß man dann halt zum Beispiel auch, dass mehr Cetearylalkohol als Shea-Butter enthalten ist oder mehr Sonnenblumenöl als Glycerin und so weiter und kann sich dann so ungefähr eine Rezeptur basteln, von der man dann am Endprodukt weiß, okay, da habe ich ein bisschen zu viel reingetan oder ne, da muss ein bisschen weniger rein und so. Genau, starten wir mit dem Wasser. Das war ja ganz normales Aqua sozusagen. Dann kommt hier in unsere Fettphase erstmal eine ganze Menge Sonnenblumenöl. Das ist übrigens in Europa schwierig zu bekommen, was nicht genmodifiziert ist. Da muss man non-GMO-freies nehmen. Das ist eigentlich nicht so mega easy, aber die haben das bestimmt hinbekommen. Dann haben wir die Kakaobutter, die wir da mit reintun. Da hatten wir mehr Kakaobutter als Shea-Butter, aber mehr Bienenwachs als Kakaobutter. Also in der Reihenfolge ist es von der Inhaltskonzentration ungefähr so Bienenwachs, Kakaobutter, Shea-Butter. Das ist jetzt gerade die Shea-Butter. Die riecht übrigens unraffiniert echt vergammelt. Also solltet ihr euch nicht wundern, wenn die unraffiniert ist und die riecht vergammelt. Das ist normal. Dann kommt dazu unser Glycerinstearat und das Cetearylalkohol. Das sind ja unsere Emulgatoren, die wir da gesehen haben auf unserer Inhaltsstoffliste. Und das schmelzen wir dann auf dem Herd auf. Wenn man den Emulgator nicht kennt, ich meine Cetearylalkohol, wisst ihr, das ist mein Lieblingsemulgator, dann kann man die Anwendungsweise beim Hersteller nachlesen. Also dann macht man das genauso, wie beim Hersteller angegeben ist, wie viel man dafür braucht. Das ist nochmal unser Bienenwachs. Diese Pelletchen sind ziemlich schwer. Sieht ein bisschen weniger aus. Naja, das schmelzen wir jetzt auf. Genau, und das Ganze ist so ein bisschen wie beim Sudoku. Also so, man weiß, okay, normalerweise hat man ein Viertel der Fettphase als Emulgator, also bei 30% Fettphase 5% Emulgator. Und Glycerin ist mehr enthalten als Emulgator, also aber benutzt es nur bis 6% Einsatzkonzentration, dann weiß man ungefähr, okay, braucht man 6% oder so. Da nehmen wir jetzt unser Glycerin. Wir hatten relativ viel Glycerin, das war ja irgendwie schon an dritter Stelle oder so. Und dazu unser Xanthan. Da habe ich die normale Kombination genommen. Auf jeden Fall Xanthan ja unter 1%, weil das ja unten einfach mit angegeben wurde. Aber wenn ich jetzt 6% Glycerin nehme, dann nehme ich normalerweise so 0,3% Xanthan. Da weiß man, das funktioniert ganz gut. Das rühre ich auf meinem Löffel zusammen. Das macht Veleda wahrscheinlich nicht so. Die haben ja größere Mengen. Da ist unsere aufgeschmolzene Wasser- und Fettphase. Die rühren wir jetzt ganz normal, wie man das halt kennt, mit dem Glycerinstearat und dem Cetearylalkohol. Jetzt könnte ich vielleicht nochmal anmerken, genau, also die Inki-Reihenfolge bis 1% sind in der Reihenfolge, aber unter 1% Einsatzkonzentration ist die Reihenfolge ganz egal. Daher kann man da keine genauen Aussagen mehr treffen, wie viel von was drin ist. Und das ist auch gut so, weil so ein paar Geheimnisse muss ja auch Veleda behalten. Aber so können wir halt nicht ganz genau sagen, ob jetzt mehr Rosmarinextrakt als Xanthan drin ist oder mehr Stiefmütterchenextrakt als Rosmarin. Das ist dann schwierig zu sagen. Das war meine Variation eines Wasserbades mit einem Glas. Das hat relativ gut gepasst. Und jetzt kühlt die Creme ab. Eben hat man echt schön gesehen, so dass sie echt, wenn sie heiß ist, ist sie noch sehr flüssig. Und umso kälter sie wird, desto fester wird die Creme dann nochmal. Genau. So kennen wir das ja alles schon. Xanthan noch einmal kurz
hochtourig dispergieren, sodass es quasi sich gut verteilt. Dann ist sie jetzt schon richtig schön dickflüssig. Das wollen wir haben, diese geile, Entschuldigung, diese richtig coole, cremige Konsistenz. So. Und ach, ich habe sie schon eine Weile getestet, ich finde sie super. Jetzt konservieren wir ja mit Alkohol. Das habe ich persönlich irgendwie noch nie gemacht. Aber ich habe schon mal von der gelesen, also das kann man. Aber da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob Willi das genau so macht oder das nur ich jetzt so interpretiert habe. Weil halt Alkohol in relativ hoher Menge oben stand. Und es muss ungefähr 10% gewesen sein. Und so würde man mit Alkohol konservieren. Also ungefähr 10% Alkohol, purer Alkohol da rein. Jetzt kommen unsere Extrakte, also der Rosmarinextrakt, was auch ein Antioxidant ist, und der Kamillenextrakt. Dazu ein bisschen Lanolin für die Barriereschutzschicht und Geschmeidigkeit. Und ja, dann sind wir eigentlich durch. Calendula und Stiefmütterchen habe ich nicht reingetan. Das habe ich noch nicht erzählt, glaube ich. Jetzt können wir das durchrühren. Und jetzt sind wir eigentlich relativ gut. Diese Parfummischung, die da als Parfum angegeben ist, das ist halt deren geheime ätherische Ölmischung. Ich habe auch keine Milchsäure drin, weil mein pH-Wert prima war. Und sonst haben wir eine super Creme, die ich schon echt relativ viel benutzt habe. Das ist übrigens eine ziemlich coole Sache. Habt ihr diese Verpackung? Die ist echt so praktisch, weil die passt so super in die Handtasche. Und es ist halt so, halt auch aus Aluminium und so ganz wenig Plastik. Und wirklich wie so eine Cremetube, wie so eine Zahnpastatube. Ich finde das ganz gut. Und ich habe sie relativ schon viel benutzt. Ich habe es irgendwie nicht abwarten können, bis ich dieses Video gedreht habe. Genau, ich finde sie prima. Ich benutze sie schon lange. Besonders ist sie halt echt gut so als Maske in der Badewanne so richtig dick aufs Gesicht aufgetragen. Oder irgendwie als Highlighter unterwegs für diesen gesunden Hautglanz. Also so, sie glänzt sehr schön. Man kann relativ gut so seine Haut ein bisschen aufpeppen, dass man halt wieder das Gefühl hat, man kommt frisch aus der Dusche und hat diesen plumpen Glow so. Oder halt echt für Knöchel und Ellenbogen und... Genau, ich bin ganz happy. Ich würde nächstes Mal ein bisschen mehr Bienenwachs nehmen, glaube ich. Aber sonst... Und ich glaube, ich habe, glaube ich, nicht ordentlich genug gerührt. Das lag aber, glaube ich, an meiner Größe. Also wenn ich jetzt mehr hätte, würde ich länger rühren. Aber sonst bin ich ganz happy mit dem Ergebnis.